Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur Adventskalender-Türchen Nummer 23. Und heute bringe ich euch bei, wie man Last Christmas spielt. Nun, Last Christmas ist ein sehr bekannter Song und bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, ihn in sehr vielen verschiedenen Stilen, Arten und Weisen zu spielen, weil er sehr rhythmisch ist, weil er sehr, sehr schön komponiert ist, weil er auch nicht schwierig ist, sondern relativ einfach. Und ja, am Schlagzeug gibt es ein paar sehr interessante Dinge, die ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte. Zuerst ist natürlich die tiefe Snare im Song eine sehr tragende Rolle. Und ich habe das hier simuliert mit einer Zeitung, die ich jetzt auf meiner Hauptsnare gelegt habe. Denn wenn ich die wegnehme, dann haben wir hier diese typisch hohe Stimmung, die ich absolut mag. Mittelhoch. Und wenn ich jetzt die Zeitung drauflege, dann passiert Folgendes. Man hört, die Stimmung geht nach unten und der Teppich wird als ebenfalls etwas tiefer im Klang, und somit kann ich diese tiefe Snare einerseits simulieren oder ich stimme die Snare etwas runter, aber darauf habe ich jetzt keine Lust, denn so wie ich sie gestimmt habe, finde ich sie einfach nur gut. Und ja, ich lege mal los mit der Hi-Hat, und zwar mit der Hi-Hat, wir spielen sie geschlossen. Und zwar alle 8 Noten werden gespielt, also so spielt die Achtel. Jetzt kann man natürlich hingehen und die Viertel akzentuieren. Man kann es entweder auf dem Profil hier machen. Aber um den Ganzen etwas mehr Schärfe und Lautstärke zu verleihen, kann man es auch schön mit dem Schaft hier vom Stock am Rand machen. Man kann jetzt natürlich auch hingehen und könnte immer mal wieder Hi-Hat Openings machen. Ja, das könnte man so machen und klingt auch richtig gut. Und es geht weiter mit der Bassdrum, und diese spielt die durchgehenden Viertel, also. Und die Snare Drum spielt die alle halben Noten, also. Aber so könnte man das spielen, aber das ist noch nicht wirklich gut genug. Deswegen verleihen wir der Snare noch ein bisschen Würze und wir setzen ein paar Zischenschläge auf die und C-Saiten ein. Also quasi 3/4. Ja, also so kann man es spielen. Und das Ganze klingt jetzt so. Ja, und dann gibt es natürlich, das kann man so im Refrain spielen, dann gibt es natürlich auch diese Strophen, und das kann man auch in ähnlicher Weise spielen, und ich probiere das mal aus.
Ja, so kann man es also spielen. Und ich finde es, es klingt einfach auch sehr schön. Man kann natürlich auch in dem Teil, wo diese Glocken eingesetzt werden, also da la 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 du, 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 du. Dann kann man natürlich auch auf dem Bell von der Ride spielen und das Ganze ein bisschen verfeinern. Klingt natürlich auch sehr schön. Also man kann Last Christmas wirklich auf die allerverschiedensten Arten und Weisen spielen. Und es klingt immer wieder richtig schön. Und dieses Lied, ja, es ist natürlich nicht mehr wegzudenken aus der Weihnachtszeit. Man kann es sogar nicht mehr hören, aber man kommt eben nicht davon weg. Und das macht das Lied einfach zu einem Weihnachts-Evergreen. Und ja, ich mag dieses Lied auch sehr. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine, schöne Workshop gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, dann kommentiert, dann liked mich und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann morgen in den nächsten drei Videos. Ciao!